Ja, eins schrecklicher als das andere. Fangen wir mit dem wenigen Guten an. Professor Max Otte hat ein Video veröffentlicht und hat gesagt, ja, harte Daten müssen her bei Corona. Ja, da hat er mal recht. Na, das ist das, was jetzt die Summe aller Videos, die erscheinen, die kann man, das ist schon langweilig, die zu schauen, die sind alle einig, die dessen, was wir schon seit Wochen gesagt haben, dass wir saubere, knallharte statistische Daten haben, die sozusagen jetzt auch, und als es Neues, das wurde ja sogar in ZDF heute genannt, die repräsentativen Bürgerstichproben sozusagen, die uns für wenige Millionen Euro klares Bild liefern würden darüber, dass dass man also harte Daten kriegt, die unabhängig sind von den Maßnahmen der Bundesregierung. Denn das Problem ist ja immer wissenschaftlich, dass sich jetzt die Bundesregierung rausreden versuchen kann und sagen kann, ja, das Virus ist super stark, aber durch unsere Maßnahmen haben wir dafür gesorgt, dass es eben nicht so viele Menschen getötet hat. Ja, aber sozusagen... Jetzt wird sich eben zeigen, einerseits, ob Schweden und Florida jetzt, die müssten ja jetzt nach den Prognosen Deutschlands ja riesige Leichenberge haben, weil sie ja ganz milde, also total, also nur ganz wenige Maßnahmen gegen das Coronavirus treffen. Und ja, die interessante Frage ist, ob diese repräsentativen Bürgerstichproben, ob die uns dann die harten Daten bringen würden, dass klar wird, dass das Handeln der Bundesregierung völlig fahrlässig war und völlig schädlich war für die deutsche Wirtschaft. Das wird man sehen, ob diese Daten das hergeben. Also eigentlich müsste man jetzt ja normalerweise eben Stichproben vergleichen, in denen möglichst weniger Maßnahmen oder gar keine Maßnahmen getätigt werden. Und wenn in Schweden und Florida dort sehr viel weniger Maßnahmen gemacht werden. Die Frage ist halt wirklich interessant jetzt wissenschaftlich, ob wirklich Bürgerstichproben, also 5000 Leute, die werden dann mit einem Test untersucht, der zur Hälfte fehlerhafte Ergebnisse produziert, also falsch positive Ergebnisse bringt. Ja, aber immerhin würde man dann sehen, dass in der Allgemeinbevölkerung ja zwar ganz viel Kontakt mit dem Virus ist, ja, aber erstaunlich wenige von den 5000 eben dann auch gerade im Sterbeprozess sind. Denn bei einer repräsentativen Stichprobe werden natürlich auch Leute erfasst, die gerade in der Beatmungsmaschine liegen, im Krankenhaus und so weiter und gerade am Sterben sind oder gerade gestorben sind. Und dann wird man feststellen, dass bei diesen 5000 Leuten sozusagen die Sterberate so gering ist oder so unter dem Grippesterberaten liegt, dass man daraus erkennt, dass wir dann schon eigentlich jeden Grippewinter hätten die ganze deutsche Wirtschaft ruinieren müssen und nicht jetzt hier. Es gibt sogar Zahlen, es wurden sogar statistische Zahlen genannt, sozusagen, dass die Sterblichkeit durch Corona weit unter der von Grippe liegen würde, also von Influenza liegen würde. Das Robert-Koch-Institut fand nichts dabei, ganz öffentlich zuzugeben, dass sie quasi jeden, der gestorben ist und irgendwann mal eine Begegnung mit dem Virus hatte, als ursächlich Getöteten durch das Virus einzukategorisieren und damit natürlich grundsätzlich die Daten für eine Panikmache herzurichten, sozusagen, ja. Ja, gerade läuft auch hier wieder so ein Film, einer von Millionen von Filmen wieder, wo irgendwie die Leute hier auch wahrscheinlich geht es nur um Klickzahlen. Da wird zum millionensten Mal geschildert, wie die Medizin- und Pharmaindustrie
jungen Leuten beinahe das Augenlicht rauben, ja, also die Augen zerstören und so weiter und die massiv bedrohen mit vermeintlichen, schrecklichen Folgen, um ihre Medikamente zu verkaufen und so weiter. Das wissen wir doch alles seit Jahrzehnten. Entscheidend ist, man hat den Eindruck, dass die Leute diese Sachen berichten, um viele Klicks zu bekommen, hohe Einschaltquoten zu bekommen, so nach dem Motto, hoffentlich ändert nie jemand was an diesen Missständen, dann haben wir ja keine Arbeit mehr, die ganzen Skandale zu veröffentlichen und Skandale bringen nun mal Klickzahlen und Einschaltquoten. Nein, die Lösung haben längst die zweiten Scientists for Future 2 und das heißt, die heißt Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Ja, und ja, und dann wird als noch Skandal gemeldet, dass ja, naja, angeblich ja sozusagen, dass das hinter allem Bill Gates stecken würde, auch hinter diesem Drosten natürlich Bill Gates der Finanzier sei und Bill Gates die WHO finanziere und dann Bill Gates natürlich Aktien halten würde von der Pharmaindustrie, die uns mit dem Test beglücken will und so weiter oder die mit der Impfung beglücken will und so weiter. Ja, und da muss man ganz klar sagen, ja, also Bill Gates ist jetzt vielleicht gerade der Milliardärskönig sozusagen, der von den über 2000 Milliardärskönigen, der im Moment vielleicht tatsächlich gute Geschäfte macht, indem er den anderen 2000 Milliardärskönigen, die nicht beteiligt sind an den Pharmakonzernen, sozusagen riesige Schäden zufügt, denn deren Unternehmen werden ja geschädigt und deren Aktien werden jetzt im Wert gemindert und so weiter. Aber wir müssen uns klar sein, Bill Gates hat keine bösen Absichten. Er ist Laie, er glaubt das, was man ihm erzählt hat. Er glaubt wirklich, dass die Menschheit, dass es eigentlich ein Wunder ist, das Leben schon seit fast, glaube ich, 3500 Millionen Jahren auf der Erde existiert, ohne jemals Impfstoff gekannt zu haben. Und dass es doch ein Wunder ist, wie alle Hominiden und alle Menschenarten sozusagen alle köstlich überlebt haben, ohne je einer Impfung begegnet zu sein. Also Bill Gates meint, das Grundnahrungsmittel der Welt seien halt Impfungen. Ne? Das glaubt er. Ich denke, ich bin überzeugt, er glaubt das wirklich, denn das ist ja gerade der Witz von Irrtumsmechanismen, ja, dass der Arzt, der in Wahrheitswelten lebt und den Leuten sagt, hier, ihr müsst euer Immunsystem stärken, ihr müsst einen gesundheitsförderlichen Lebensstil leben, der verdient halt nichts. Und im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, auf die wir ja gleich noch vernichtend zu sprechen kommen müssen. Aber der Arzt, der sich irrt und der sagt, nein, also die Leute können ruhig all den Chemie-Sondermüll der Ernährungsindustrie weiter essen, das ist alles nicht gesundheitsschädlich. Die Leute haben einfach nur einen Mangel an Impfungen, an Medikamenten, an Chemotherapien und an ärztlichen Operationen und so weiter. Und wer das glaubt, der verdient halt gut. Wer diesen Irrtum im Kopf hat, der verdient halt gut. Und jemand mit so einem Irrtum hat halt auch Bill Gates überzeugt. Ja? Und Bill Gates hat dann halt gesagt, ja, ich vertraue den Experten, weil er nicht versteht, dass unter den Rahmenbedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft immer nur der mit den Irrtümern überleben kann, weil der nur der sich selber Dauerkunden und Dauerpatienten erzeugt, ja, und das ist, und der kann ein Medizinerimperium, ein Medizinprofessorium Dynastie begründen, hier zwei Kinder und dann hier drei Kinder und dann hier, ja, also nach einigen Generationen kann daraus ein Medizin Professorenimperium entstehen, kreisend um 1, 2, 3, 4 gewinnbringende Irrtümer, die so richtig Kohle bringen dem Berufsstand. Ne? Und das lehren dann seine Nachkommen dann an den Universitäten und dort wird gelehrt, wie man richtig Kohle macht. Ja? Und die jungen Studenten, die wissen es nicht besser, die glauben diese Irrtümer und übernehmen diese Irrtümer und handeln danach. Ne? Das ist ganz normal, ja. Schluck Wasser, sorry. Ja, also von daher, also
das ist nur, mit Bill Gates ist jetzt nur ein Name dafür, für das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, dass hier einige wenige Milliardärskönige, die Großaktionäre der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie sind, jetzt Riesengewinne machen, dabei aber alle die restlichen, die eben keine Aktien von Pharmakonzernen halten, schwer geschädigt werden, sozusagen, und gerade auch die mittelständischen Unternehmen und so weiter, die ganz andere Dinge herstellen, und die leiden jetzt und die gehen jetzt kaputt, damit eben die Aktien der Pharma- und Medizinindustrie steigen, sozusagen. Ja, ja, also, und deswegen ist es nochmal, jetzt habe ich ja auch das Wesentliche schon gesagt, warum hier die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall niemals ohne eine Planwirtschaft korrigiert werden kann. Sie ist unkorrigierbar, ja, ohne planwirtschaftliche Elemente. Also nochmal kurz das Buch, jetzt ist eine Rezension erschienen hier im Internet, ein Video über das Buch Die bürgerliche Revolution von Dr. Markus Krall. Das, angeblich ist es im Spiegel auf der Bestsellerliste auf Nummer 2, ja. Ja, das heißt also, das ist das Beeindruckende, dass so viele Menschen so etwas Realitätsfernes tatsächlich kaufen können. Ja, das zeigt, dass Deutschland eben nicht mehr das Land der Dichter und Denker ist, sondern das Gegenteil. Ja, also sozusagen, das zeigt, dass die Leute alle einen riesigen Bildungsmangel haben. Ja, und da immer wird das Gleiche wiederholt, aber vielleicht noch abschließend zur Medizin-Thematik. Also Dr. Reuter hat das ja auch dann in diesem Video, wurde er nochmal zitiert mit so eindeutigen Zitaten, wie so in der Richtung, wie dass die eine der Haupttodesursachen die Medizin ist. Ist doch ganz klar, unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, muss es dazu kommen, dass die Medizin quasi eine der Todesursachen Nummer 1 in Deutschland geworden ist und in der Welt geworden ist, weil sich einfach mit Wahrheit und mit Gesundheitserhaltung einfach kein Geld verdienen lässt, nichts verdienen lässt, und das schon seit 170.000 Jahren, und die Evolution hatte 170.000 Jahre Zeit, lauter gewinnbringende Irrtümer, die richtig Kohle bringen und die Menschen zu Dauerpatienten verwandeln, das hat sich 170.000 Jahre evoluieren können, und die Evolution ist gnadenlos effizient. Ja? Alle paar Jahre ist wieder ein neuer gewinnbringender Irrtum dazugekommen, und wenn bei 170.000 Jahren alle paar Jahre ein gewinnbringender Irrtum erfunden wurde und gedacht wurde, dann kann man sich ausdenken, dass selbstverständlich die ganze Medizin, die ja noch nie eine Wissenschaft war, selbstverständlich ein Geldmachgebäude aus gewinnbringenden Irrtümern ist, und zwar aus Tausenden von gewinnbringenden Irrtümern, die gelehrt werden und mit denen man die ganze Welt in ein Krankenhaus verwandeln kann. Ja, das ist, das versteht Dr. Markus Krall nicht. Und eben für ihn gibt es eben, für Dr. Markus Krall gibt es dann eben immer nur, das habe ich aber auch schon öfters gesagt, den Sozialismus. Ja, also es gibt den Sozialismus und die Planwirtschaft, also so richtig so ein Schmalspurdenken, ja, als ob diese Verbrecher wie Stalin, diese Raubmörder, Pseudo-Sozialisten und Pseudo-Kommunisten und Pseudo-Planwirtschaftler irgendetwas mit echtem Sozialismus, Kommunismus oder Planwirtschaft zu tun hätten. Natürlich ist eine naturwissenschaftlich fundierte Planwirtschaft, ist natürlich das Gegenteil von Stalin, ja, so sozusagen natürlich sozusagen hier System Change fordert ja auch Greta Thunberg, ja, natürlich sozusagen geht, wahrscheinlich kommt bald die neue Homepage hier von den zweiten Scientists for Future 2. Aber ich denke, die werden das hier drauf veröffentlichen, ob es den Link zur neuen Homepage.
aber hier sozusagen Planwirtschaft, also ohne das planwirtschaftliche Element, eine, zum Beispiel einer Wohlfühlstimme, einer neuen Wahlstimme, ja, geht das nicht, ja, weil wie wollen Sie den teuflischen freien Markt, wie will man den kontern, ohne dass man die Gesundheitskostendaten in Beziehung setzt zur Gesundheitskostenerwartungskurve und dann die Gesundheitswirkung eines Arztes zur Ermittlung seiner Verdienstzuschläge, die alles entscheiden in den Wettbewerbssituationen, ja, sozusagen, wie wollen Sie das herstellen? Also Sie müssen doch planwirtschaftlich vorgehen, sozusagen, indem Sie sagen, sozusagen durch die Einführung der Wohlfühlnote und der Gesundheitsdatenmessung setzen wir dem wild gewordenen freien Markt sozusagen endlich den richtigen planwirtschaftlichen Zielrahmen, nämlich gesunde, langlebige, glücklichere Menschen, also auch langlebigere, viel langlebigere, viel gesündere und viel glücklichere Milliardärskönige. Ja, das muss unser Planungsziel sein. Sonst zerstört der freie Markt weiter die Gesundheit, die Langlebigkeit und das Lebensglück auch aller Milliardärskönige und aller anderen Menschen auch. Das ist für alle Menschen gleich, da gibt es keine Unterschiede. Ja? Das heißt also, wir können die Irrtumsevolution können wir doch nur dann zu einer Wahrheitsevolution umdrehen, wenn durch diese planwirtschaftlichen Elemente, Wohlfühlnote und Gesundheitsdaten, dann hier derjenige, der vorher beim Aussterben war, der kommt dann hierhin und der lehrt seine Wahrheiten und entwickelt immer mehr Wahrheiten und deckt die ganzen gewinnbringenden Irrtümer auf, die alten gewinnbringenden Irrtümer und bringt den Leuten bei, in seinen Gesundheitskommunen als Hausarzt mit seinem Gesundheitsteam, bringt er den Leuten bei, wie man gesünder sich ernährt, gesünder lebt, wie man gesünder Sport macht und wie man präventiv sein Immunsystem so stärkt, dass man eben möglichst nie mehr krank wird. Ja? Und dann, wenn die Leute nie krank werden, gibt es mehr Verdienstzuschläge und dann kann zukünftig dieser Typ von Ärzten, sozusagen ganze Professoren, Medizinprofessoren-Dynastien begründen sozusagen und viele Kinder in die Welt setzen und erfolgreich platzieren. Ja? Während derjenige, der sich weigert, jetzt umzudenken und seine Irrtümer aufzugeben, der wird dann eben seine Praxis spätestens hier nach einigen Generationen schließen müssen, weil er sozusagen unbelehrbar an den gewinnbringenden Irrtümern festhält. Ne? Und so nur durch planwirtschaftliche Elemente können wir diesen wild gewordenen Raubtier-Kapitalismus, freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall endlich richtig unter Kontrolle kriegen, sozusagen, dass es sich um ein menschenfreundliches, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften handelt sozusagen. Und selbstverständlich sind richtige, echte kommunistische Denker und sozialistische und planwirtschaftliche Denker, echte naturwissenschaftliche Denker sind sich natürlich einig, dass man natürlich nicht die Fehler machen darf, dass man jetzt plötzlich jede einzelne Schraube und deren Herstellung von irgendeinem Planungskommission beurteilen lassen will. Das kann man getrost dem freien Markt überlassen, sozusagen. Nur muss man auch den Schraubenhersteller, muss man auch dort immer die Wohlfühlstimmen seiner Kunden, seiner Mitarbeiter, seiner umliegenden Anwohner, Firmenanwohner und so weiter, alles muss man messen, damit dieser Unternehmer, der die Schrauben herstellt, nicht irgendwelche Schweinereien gegen die Gesundheit der Bevölkerung machen kann. Also alles muss gemessen werden an der Wirkung, die es auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen hat. Ja? Und dann kann man viele Dinge dem freien Markt überlassen. Man kann sogar so weit gehen, viel weiter als die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, man kann die Leistungsmessung zum Beispiel, ich möchte konkret selber wissen,
welcher von den Hausärzten dann in meiner Umgebung, welcher die beste Gesundheitsförderungswirkung mit seiner Mannschaft hat und mit seiner Gesundheitskommune hat sozusagen und welcher ich zu welcher ich mich anschließen möchte. Da möchte ich doch, die Leistungsvergleichsdaten müssen staatlich transparent überall, das gehört auch zur Planwirtschaft, dass der Staat die Leistungsmessungsdaten sozusagen der Ärzte zur Verfügung stellt, sodass nicht jemand über Werbung die Leute täuschen kann, sondern dass der Staat objektive Daten liefert, bei welchem Hausarzt in meinem Umfeld entwickeln sich die Menschen durchschnittlich am gesündesten und am glücklichsten sozusagen. Wer hat die beste Gesundheitsteam-Kommune sozusagen, ja, mit dem besten Sportverein und so weiter, ja. Und das sind also Transparenzranglisten, die freie Marktwirtschaft nie zustande gebracht hat. Die freie Marktwirtschaft hat immer erlaubt, dass jemand, der sich total geirrt hat und die Leute abgezockt hat, dass der mit viel Werbegeldern die Leute noch mehr abzocken konnte. Ja? Und wie kann man nur so naiv sein, ein Buch von einem Dr. Markus Krall zu kaufen, Bürgerliche Revolution, dass diesen Wahnsinn des freien Marktes und der freien sozialen Marktwirtschaft ohne planwirtschaftliche Korrektur sozusagen weiterhin so auf die Menschheit loslassen will, dass er das sogar in einer neuen Verfassung als einzige mögliche Wirtschaftsform verankern lassen will. Wie tief ist Deutschland gesunken, dass Menschen so ein Buch kaufen, lesen und es nicht sofort freiwillig verbrennen als den größten Unfug aller Zeiten, ne? Das ist einfach unglaublich. Ne? Das ist der Hammer. Ne? Ja, gut, wollen wir hoffen, ich kann nur hoffen, dass endlich die Bundesregierung einen eleganten Ausstieg findet, so nach dem Motto, gibt doch jetzt bestimmt eine ganz elegante Möglichkeit, hier sich selbst nochmal ganz klar zu reden. Wir als Politiker sind jetzt die Helden. Wir haben den Corona hätte uns ja alle getötet, wenn wir nicht so rasch gehandelt hätten, dass in Schweden nicht alle tot umgefallen sind und in Florida nicht alle tot umgefallen sind und dass wir zunächst harte Daten hatten. Das spielt doch alles keine Rolle. Wir sind die Helden. Und jetzt sind wir aber auch so heldenhaft, dass wir jetzt haben wir gesiegt und jetzt steigen wir aus den Maßnahmen aus und wir machen jetzt am 15. April endlich Schluss mit all den Maßnahmen, weil wir doch erfolgreich waren und gesiegt sind und feiert uns dann und gebt uns eure Wahlstimme dafür, dass wir doch die Helden sind. Braucht doch niemand zu wissen, dass die Politiker ganz Deutschland hier jetzt einen Riesenschaden zugefügt haben. Das braucht doch niemand zu wissen. Und wie gesagt, ich lasse mich gerne eines anderen belehren, wenn jetzt plötzlich in Schweden alle Leute tot umfallen und in Florida alle Leute tot umfallen, weil die keine Maßnahmen machen, dann bin ich gerne bereit zu akzeptieren, dass dieser Virus gefährlich ist. Aber überall alle Zahlen, die gebracht werden von allen Seiten, sagen überall das Gleiche, dass der Virus wahrscheinlich sogar viel harmloser als ein normaler Influenza-Virus ist und dass wir deswegen viele Arbeitslose und viele zerstörte Firmen erzeugt haben und Deutschland und Europa volkswirtschaftlich total geschwächt haben und so weiter. Und ja, für nichts, ne? Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich lasse mich gern von etwas anderem überzeugen, aber bitte, liebe Politiker, nutzt doch einfach, sagt doch einfach, wir sind Helden, wir haben Deutschland gerettet und jetzt können wir aber damit aufhören, endlich. Ne? Einen eleganten Ausstieg, darum ist doch, seid ihr doch nicht verlegen. Und es nimmt euch ja auch niemand übel, dass ihr euch geirrt habt. Wenn sich doch alle irren und alle den Kapitalismus unterschätzen in seiner Gefährlichkeit, ist doch klar, dass ihr auch die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie und die ganzen Verbindungen und die WHO in ihrer Gefährlichkeit unterschätzt hat, die ja auch angeblich eine Dienstmarkt der Pharmaindustrie sein soll und so weiter. Ja, ist doch klar, dass ihr euch da geirrt habt. Also, und dass die schon
Journalisten sich alle geirrt haben. Aber jetzt bitte, liebe Journalisten, findet jetzt auch zusammen mit den Politikern einfach einen eleganten Ausstieg aus dem Irrtum, aus dem Fehler, ja? Alles klar, gell? So nochmal unser Bild zum Schluss, ja? Also, tschüssi!